Ja, wir stehen hier schon eine ganze Weile am Bahnhof Bortel und warten auf unsere Linie 25 Richtung Dierenhofen Markt. Auf unserem Trip quer über die Map Alheim sind wir schon mit zwei Linien losgefahren, haben uns um 11.55 Uhr losgekämpft, aber hier haben wir ein bisschen Pech, hier müssen wir warten. Ich werde diese Wartezeit für euch überbrücken, sag aber natürlich herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Experimentes. Quer über die Map mit verschiedenen Linien Richtung Laurenzbach Airport. Im ersten Teil habe ich mal oben rechts eingeblendet. Sind wir schon gekommen vom Osterfelder Markt mit zwei Linien bis hierhin zu diesem Bahnhof. Hier warten wir nun auf den Bus der Linie 25, der uns nach Dierenhofen bringt. Nein, den wir nach Dierenhofen bringen. Aber das dauert noch ein bisschen. Also werden wir hier mal einen kleinen Zeitschnipp einbauen. Bis gleich. Ja, wir sind immer noch hier am Bahnhof Bortel oder Bortel Bahnhof. Hier ist eine Menge los. Hier kommen Dienstfahrzeuge, hier kommen ein paar S-Bahn angefahren. Aber ich habe mir mal zwischenzeitlich einen Fahrplan organisiert. Und zwar habe ich herausgefunden, es gibt tatsächlich einen richtigen Fahrplan. Den habe ich euch mal hier aufgemacht, sonntags. Vielleicht kann ich da auch nochmal einen Link reinbringen. Ich weiß jetzt, am Bahnhof Bortel müsste es weitergehen gegen 12.59 Uhr. Also schnippeln wir jetzt mal auf 12.59 Uhr. Ist mir etwas zu riskant. Ich gehe mal glatt auf die 12.58 Uhr. Dann sollte ja eigentlich gleich unsere Linie 25 hier einlaufen. Ziehen kann ich es hier noch nicht. Ja, ein bisschen warten müssen. Wir melden uns dann sofort zurück, wenn der Bus hier ist. Ewigkeit am Bahnhof von Bortel konnte der Simusack diesen Bus kapern, die Linie 25 Derendorf Markt. Ich kann euch sagen, entweder stimmen die Fahrpläne nicht, die ich mir gezogen habe, oder ich kann keine Fahrpläne lesen, oder. Egal, fest steht, wir sind jetzt bei 13 Uhr. Wo genau? 13.26 Uhr. 13.29 Uhr ist es hier für unsere Abfahrt vorgesehen. 13.29 Uhr Bortel Bahnhof. Egal, ich hoffe, wir sind jetzt auch im richtigen Rhythmus. Werden wir gleich sehen, was die Ansagen anbelangt. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder ein Stückchen retour. Richtung Derendorf Markt, das wusste ich gar nicht. Irgendwie ist dieser Bahnhof hier wohl so abgelegen. Apropos abgelegen. Keine Currywurstbude, kein Meckes, kein Kiosk, nichts zu futtern. Ich kann euch sagen, das war echt nichts. Das war nichts. Hier konnte ich mir keine Cola ziehen, gar nichts. Hier gab es keine Bockwürstchen, keine Brötchen, keine Schokolade. Nix wie weg hier. Typisch Bahnhof, alles geschlossen, egal. Die Wartezeit hat natürlich ganz schön das Zeitkontor gesprengt. Aber Hauptsache ist jetzt ein richtiger Bus und wir müssten jetzt als nächste Haltestelle ansagen. Moment, Bortel Bahnhof, Holthuser Straße. So ähnlich. Nächster Halt, Heinzebeckstraße. Nee, ist noch nicht richtig. Nächster Halt, Bortel Bahnhof. Aber. Nächster Halt, Holthausstraße. Und jetzt sollten wir wieder im richtigen Rhythmus sein. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe den Bus nicht einfach kapern können. Der Bus kam mit der Beschriftungslinie 25 Richtung Derendorf. Der Fahrplan war aber genau andersrum gestrickt im Bus. Also habe ich den Bus übernommen und den Fahrplan komplett neu eingestellt. Ich glaube, das Kapern von Bussen ohne Fahrplan Neueinstellung funktioniert nicht gescheit. Werden wir beim nächsten Linienwechsel wieder genauso machen. Ein bisschen Mikro ranrücken. Werden wir beim nächsten Linienwechsel genauso machen. Das waren wir jetzt einfach zu umständlich. Jetzt sollten wir aber wieder im richtigen Takt sein. Wir fahren zwar hier ein Stück zurück, aber hätte uns auch nichts genützt. Mit der Linie 22 aus dem ersten Clip von vor ein paar Tagen habe ich euch mal oben rechts verlinkt.
als die ganze Aktion angefangen hatte, hätten wir diese Runde eh auch drehen müssen. Ja, gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, mit diesem Linienverkehr durch Arlheim-Laurensbach die Karte zu durchqueren. Aber noch sind wir im Rennen. Wir sitzen, hallo, wenn auch mit hohem Zeitverlust und einem Loch im Magen, sitzen wir wieder in unserem Bus. Wollen wir mal schauen, ob es am Derendorfer Markt gleich irgendeine Möglichkeit gibt, was zu trinken zu bekommen, was zu essen zu bekommen. So ein Kühlerchen wäre gar nicht schlecht. So ein Pommesken wäre nicht schlecht. So ein Cheeseburger wäre nicht schlecht. So eine Bockenwurst wäre nicht schlecht. So ein Schokoriegel zum Nachtisch wäre nicht schlecht. Aber nicht drüber nachdenken. Arlheim, Neuamerika. Aha. Haben wir den Atlantik überquert. Nee, aber mal Spaß beiseite. Wenn man so an einem Bahnhof landet irgendwo, wo so gar nichts geht, also wirklich kein Kiosk, kein gar nichts, komplett ganz ohne Essen und Trinken, gar nicht schön. Halten wir gar nicht. Hier halten wir gar nicht. Jo. E-Klasse. Lass mich hier raus. Irgendwie klingt dieser Bus anders als die vorhergehenden, meine ich das, obwohl es der gleiche ist. Müsste man vergleichen mit dem Teil 1 aus diesem Experiment. Ich hoffe, dass wir am Derendorfer Bahnhof was zu essen, was zu trinken bekommen. Das ist jetzt meine einzige Sorge. Und dann kapern wir den nächsten Bus, übernehmen ihn auf dem Weg quer durch Arlheim Richtung Laurensbach. Auf dieser sehr schönen, aber auch sehr umfangreichen Karte. Wer weiß, wo es die Originalfahrpläne aus dem Update Herbst 2018 gibt. Also jetzt nicht Linienlisten, sondern wirklich die Fahrpläne. Der schreibt es bitte mal in die Kommentare rein. Ich habe zwei Abfahrtzeiten gefunden. Einmal 12.59 Uhr oder 12.18 Uhr. Bei beiden kam kein Bus, hatte ich zeitlich noch eingestellt. 13 Uhr und 22 war er da. Oder 13.29 war Abfahrt im Bahnhof Mortel. Boah, das war eine Wartezeit. Da kam ja alles wirklich vorbei. Gefühlte alle 2 Minuten eine S-Bahn. Busse waren nicht so viel zu diesem Zeitpunkt, muss ich auch sagen. Aber wir sind ja auch an einem Sonntag unterwegs. Da ist ja der Fahrplan gerne mal etwas ausgedünnter. Halten wir hier an. Neuamerika. Hier halten wir an. Nicht, weil jemand einsteigen will, sondern weil jemand aussteigen will. Und da schauen wir uns mal an. Die Haltestellenbude steht nämlich hier falsch rum. Okay. Ja. Vielleicht von der windabgewandten Seite. Jetzt haben wir Bus bekommen, wieder unseren O530 Facelift. Rheinlandbus fährt offenbar diese Linie. Irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl es ja auch der gleiche Facelift ist, dass der sich anders anhört. Was ja eigentlich nie sein könnte. Nächster Halt, Derenhof. Sorgenhaus. Der Stadtteil Derenhof kommt näher. Wir müssen gleich mal gucken auf dem Fahrplan, wo wir genau den nächsten Wechsel haben. Landschaftlich schön gestaltet hier zwischen den einzelnen Städten, das gefällt mir. Auch die Bahnlinie hier gefällt mir auch sehr gut. Schön gemacht. So, jetzt bitte keinen Bordstein mitnehmen. Das sind so Passagen, die sehen so einfach aus. Aber diese gegenläufigen engen Kurven sind nicht einfach zu fahren. Aber wem sage ich das? Meine Zuschauer sind OMSI Profis, die kennen sich aus. Die wissen, worum es geht. Jetzt mal wieder unter der Bahn durch. Aber das ist aber typisch. Die Eisenbahn verbindet zwei Linien mit einer geraden, oder zwei Städte oder zwei Orte mit einer geraden Linie. Und die Straßen müssen sich so ein bisschen unterwerfen. Und die Busse fahren natürlich auch immer in die Ortschaften rein, wo auch sonst hin. Wir schauen jetzt hier mal. Wir haben ein bisschen Zeit. Im Sorgenhaus, wie weit wir fahren. Ich meine, es wäre die Endstation.
Ja, hallo. Derenhofen-Markt ist in Station. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Okay. Muss ich hier noch ein bisschen arbeiten nebenbei. 280-35. Bitte schön. Wollte hinten jemand aufsteigen? Nein. Dürfen wir also hier weiterfahren? Ja, so Maps wie zum Beispiel Ruhrgebiet sind ja schon sehr umfangreich. Aber ich habe das schon mal in alten anderen Clips gesagt, den vorhergehenden. Kieselstraße. Der Simusack ist ja ein gebürtiger Potti, kommt also da aus der Gegend. Wenn ich auch schon viele Jahre da nicht mehr wohne, aber dadurch, dass man so ein bisschen die Gegend kennt, weil sie ja an eine Realität, ich sag jetzt mal, angelehnt ist, stellenweise aber auch sehr gut getroffen ist, kennt man so ein bisschen das Gefühl für Norden, Süden, Westen, Osten und so weiter, aber auf so einer Linie wie Arlheim muss man sich erstmal durchkämpfen. Was wo und bei dieser Linienflut, wo setzt man an? Das ist für so einen Omsi-Neuling bei so einer fiktiven Karte gar nicht einfach. Aber da bietet der Liniennetzplan doch eine tolle Hilfe. Schaut da mal rein. Ich habe den Link in der Beschreibung stehen. Norderhofen. Da kann man sich dann schon genialerweise was an Linien raussuchen. Was ich hier ausgedacht. Eine schöne enge Einfahrt hier. Da kann man den schönen Bus auch schön verkratzen. Und man kann, wie üblich, den Bordstein mit dem hinteren rechten Rad mitnehmen. Aber solche Szenarien, also topografische Lagen, Straßensituationen, Verkehrssituationen, die mag ich. Also die Gestaltung ist echt sehr schön abwechslungsreich. Das ist echt toll gemacht. Hier gibt es hinter jeder Kurve was Neues zu sehen. Klar, die Gebäude kennen wir alle, aber eigentlich auch so, wie sie angeordnet sind. Was dann auch in der Gegend vom Stil aus macht. Muss da jemand aussteigen? Darauf kommt es eigentlich an. So, wir fahren links. Oh, hier gibt es ja eine separate Linksabbiegerspur. Weil wir hier in der Einbahnstraße sind. Ja, das war ein Stoppschild, ne? Fahr doch mal drüber. Tu dir keinen Zwang an. Einfach durchziehen. Omsi-KI-Verkehr. Ich sag immer, wer mit Omsi-KI-Verkehr klarkommt, der halt mal nicht, der braucht eigentlich keinen Führerschein mehr machen. Der hat eine Omsi-Prüfung, der kann Auto und Bus fahren. Knallhart über das Stoppschild. Soll nicht heißen, dass sowas in der Realität nicht vorkommt. Aber mit so einem Idioten möchte man auch nicht zusammenrasseln, ne? Bin ich so ein bisschen vom Lama wieder aus dem Fahrplan rausgekommen. Wo sind wir als nächstes? Dornhänger oder so ähnlich. Ich glaube ja. Wir fahren bis Derendorf-Markt. Und dann schauen wir nach der nächsten Linie. Will hier eigentlich jemand rein oder raus? Prüfen wir eben hier an der Haltestelle unsere Zeiten. 13.37 Uhr. 13.37 Uhr Sorgenhauser. Wo sind wir jetzt? Wie ist das hier? Norderhofen Süd. Aha. 35, 37. Wir haben gar nicht genug Zeit. Wir müssen weiter, bevor das Kermopper losgeht. Wo geht's lang? Hier geht's schon auch zur Autobahn. Müssen wir auf die Autobahn? Sieht ganz so guck. Sieht ganz so aus, als fahren wir hier auf die Autobahn. Ja, viele von euch kennen die Linie bestimmt, die 25, sind schon gefahren. Aber hier auf meiner speziellen Mission, wo ich die Karte mal einmal durchqueren möchte, mit verschiedensten Linien, aber mit festem Ziel, muss ich sagen, fahre ich jetzt hier tatsächlich das erste Mal her. Schöner Autobahnüberwurf, wünscht man sich auch mal in der Realität. Und es scheint hier wieder links rauszugehen gleich.
Oder fahren wir einfach noch auf? Wir fahren auf, ne? Ja. Da waren ja eine Menge Hinweispfeile. So, Autobahnstück. Sehr interessant mit dem Linienverkehr. Dafür sind ja unsere Linienbusse eigentlich gar nicht so gut geschaffen. Sowas macht man ja viel lieber mit dem Reisebus. Hohe Drehzahl, hohe Geräuschkulisse. Aber Linienbusse sind auf Autobahnen durchaus keine Seltenheit. Derendorf Ost. Um sie kämpft. Rechner kämpft. Aber ich denke, das geht noch so einigermaßen. Wo sind wir hier? Moment. Werden wohl hier eine Menge Objekte geladen. Der Ryzen K7 ist am Anschlag. Hier von der Autobahn runter. In meinem Cockpit leuchten alle Lampen auf. Kinderwagen, Rollstuhl. Ich habe aber keinen einzigen Kinderwagen an Bord und auch keinen Rollstuhl. Und wir fahren hier rechts. Und an der nächsten Haltestelle übernehmen wir erstmal Scheiße. Nee, ist klar. Übernehmen wir erstmal was gegen das Geruckel hier. Irgendwas ist hier nicht koscher. Da schauen wir doch mal, welche Prozesse gleich im Hintergrund hier werkeln. An diesem Punkt nochmal der Hinweis hier so bei Problemen mit euren Computern. Wenn das mal zu langsam ist, wenn die Festplatte ständig am Arbeiten ist, wenn ihr das Gefühl habt, es geht überhaupt nicht voran, es muss nicht immer eine schwache Rechenleistung sein. Es können ganz andere Probleme sein. Da gibt es einen schönen Kanal, das ist der SEO Hinux. Da gibt es mal ein paar schöne Tipps für euch, was im Einzelnen da an Schuld sein kann. Das guckt euch mal an. Da kann man bestimmt ein bisschen Performance raus. Jetzt habe ich einen Rechner-Neustart durchgeführt. Das ist mir so typisch, finde ich, für Windows und OMSI. Es wurde mir doch zu zuckelig und zu ruckelig. Es waren keine Prozesse im System beteiligt, die irgendwie auffällig gewesen sind. Also ein Neustart. Alle Programme rausgeworfen. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen hier am Kapern von Bussen. An dem Hin- und Her-Switchen zwischen dem Liniennetzplan und so weiter. Ich denke aber, dass es jetzt wieder einigermaßen funktionieren wird. Setzen wir unsere Fahrt fort, quer über die Map Alheim Richtung Laurenzbach Airport. Ja, rechter Neustart, dann meldet sich die AT Radio mit ihrem Treiber unten rechts. Das sollte jetzt aber die letzte Störung gewesen sein. Wir können unsere Fahrt fortsetzen. Unsere Challenge heißt, wie komme ich als Busfahrer einmal querfeldein über die Map Laurenzbach-Alheim zum Airport vom Osterfeldmarkt mit verschiedenen Linien. Nächster Halt, Norderhofen Süd. Norderhofen Süd hatte ich doch schon, oder? Hatte ich doch schon. Norderhofen Süd hatte ich schon. Norderhofen Süd hatte ich vielleicht doch noch nicht. Wir gucken gleich mal. Wenn man die Ampel sehen könnte. Ah. Da links ist auch noch eine Ampel.
Eventuell hat der Neustart meine Ansagen durcheinander gebracht, aber das prüfen wir mit der nächsten Haltestelle natürlich nach. Das ist eine richtig schweißtreibende Angelegenheit. Diese Aktion, immer wieder die Busse wechseln, mitten in den Touren. Aber wir lernen dadurch natürlich auch, wenn wir neu sind, auf der Map die Map gut kennen, bekommen auch einen Eindruck von dem irrsinnigen Umfang, der hier gebaut worden ist. Also, das ist schon eine Mammutaufgabe. Das ist richtig Arbeit. Und, oh, hier waren die Schranken unten. Okay, haben wir Glück gehabt. Das ist schon der helle Wahnsinn, wer sowas baut und bauen kann. Chapeau, toll. Fahren wir hier links. Es sieht ganz so aus. Kann man hier mal sehen, ob da jemand kommt. Das war offenbar richtig. Jetzt müssen wir darauf achten, welche Haltestelle wir jetzt gerade haben. Und was mit unseren Ansagen? Ist cool, er fährt ins Parkhaus rein. Schick gemacht. Okay, da ist gerade ein Bus geboren worden. Wollen wir nicht hoffen, dass er uns hier auf der Linie Konkurrenz macht als 25er oder so. Nee. Das ist was anderes. Das ist eine 642. Tja, das hatte ich auch in meinen vorherigen Clips schon mal erwähnt. Warum zuckelt der KI-Verkehr so seltsam über die Karte? Ich weiß es nicht. Jetzt geht's wieder flüssiger. Naja, egal. Soll unseren Spaß hier nicht trüben. Wo sind wir hier? An einem Bahnhof. Derenhofen Klinikum. Da müssen wir jetzt auch mit der Ansage hin. Da schauen wir mal weiter. Kaltenbach. Klinikum. Jetzt sind wir im grünen Bereich. Klinikum S-Bahnhof. Ja, das wird dem Neustart. Übergang zur S15 in Richtung Arnhem-Rosenthal geschuldet sein. Jetzt wäre natürlich auch schön, wenn auch wieder Fahrgäste einsteigen würden. Ne, ich glaube, wir halten ganz hier hinten, ne? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Keine Frage, bitte. Ist klar, jetzt gerade ruhig mal. Sie schon, oder? Jetzt geht das Gemeckere natürlich los, wir sind zu spät. Danke schön. Tja, ein Omsi-Absturz. Hallo. Und schon kommt der Zeitplan ins. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. Kurzstrecke 1,60. Danke. Bitteschön. Nicht lange quatschen. Weiter. An der nächsten Haltestelle prüfe ich mal unsere Verspätung. Blöd halt eben, dass wir einfach neu starten mussten. Direkt. Das geht hier wieder rechts rum. Ja, das war nur so eine Bahnhofsanfahrtsschleife. Ja, hier ist schön ausgepflastert. Boah, was ist das denn jetzt hier? Ach du Deubel, eine rote Ampel an einer runtergelassenen Schranke. Das trifft den Zeitplan hart. 13:47 Uhr, wo müssten wir sein? Um 13:47 Uhr sind wir gekommen, Derendorf Klinikum. Bahnhof 48. Geht doch eigentlich noch. Rosenhügel. 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 44, ja. Ja, ja, ja. 3 Minuten. Die Schranke runter. Dumm gelaufen.
Aber das ist unsere Mission. Wir fahren mittlerweile auf der Linie 25 auf unserem Weg von eigentlich Osterfeld Markt Richtung Airport. Wir benutzen nur die Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Wir müssen sie fahren. Wir müssen den Bus öfter wechseln, damit wir diese Challenge erfolgreich zu Ende bringen können. Fragt sich nur, ob und wann überhaupt hier dann mal ein Zug kommt. Da hinten steht das Vieh. Warum steht er da hinten? Ach du Däubel. Was ist hier los? Warum fährt der Kerl nicht? So würden die Schranken ja nie mehr hochgehen. Okay. Was tun, spricht Zeus. Wir können den Bahnübergang nicht durchbrechen. Wir kommen hier nicht raus. Der Zug kommt nicht näher. Der gesamte Verkehr steht. Okay. Wie greifen wir ein Szenario ein in einer solchen Situation? Wir können nicht die Uhrzeit wechseln oder können wir uns mal auf 50 vorbeamen? Der Schrank wäre nach unten. Okay, Schrank oben. Ja. Kann sein, dass er noch gekommen wäre, der Zug, aber. Wir wollen den Film jetzt hier nicht unnötig lange aufhalten. Ich vermute mal, das war ein kleiner Bug im Fahrplan. Macht nichts. Solange wir das so elegant lösen können, ist alles gut. Hat einen schlechten Fahrstil. Nein, ich habe nicht nur einen schlechten Fahrstil, ich habe heute auch einen schlechten Tag. Ich bin zu spät dran, ich hatte Omsi-Aussätze, ich habe über eine Stunde am Bahnhof am Bordel gestanden, es gab nichts zu essen, es gab nichts zu trinken, ich bin auf dem Weg zum Derendorfer Markt und ich habe Hunger. Oh, ich habe Hunger. Hoffentlich gibt es am Derendorfer Markt irgendwas zu futtern. Wo waren diese Herrschaften? Nervt mich nicht alle hier. Richtig gut was los hier in der Stadt. Und das bei meinem Fahrplan. Naja. Das gibt Gemecker, das gibt Gemopper. Hier staut es sich auf. Was will ich machen? Aber in der Realität, in euren Städten, da wo ihr zu Hause seid, wird das ähnlich aussehen. Verkehr, wo man hinguckt. Staus, Verzögerungen, das kostet Nerven. Rosenhügel, wer sagt's denn? Junge Frau, würden Sie mitfahren wollen? Sieht ganz danach aus. Stehen wir wieder am Bahnübergang? Ach du Scheibenkleister. Nicht das gleiche schon wieder. Mein Waterloo. Also, wo steht der Zug? Kein Zug. Kein Zug. Ein Zug. Okay. Diesmal scheint es zu funktionieren, wenn er nicht wieder vor der Schranke anhält. Also am Bahnübergang stehe ich lieber ganz vorne an der Schranke. Gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Denn der Simosack ist ja auch noch ganz nebenbei begeisterter Triebfahrzeugführer in der Simulation. Aber ich bin natürlich dazu gekommen, ein Video dazu zu machen, weil ich noch einen Omsi-Plan zu erfüllen habe. Kommen wir später zu. Leute, fahrt. Ich habe es eilig.
In Derendorfer Markt werden wir was zu essen, zu trinken suchen. Und ich habe mir schon eine Linie ausgesucht, die uns in einem ganz guten Zug weiter zum Airport bringt. Ich glaube, die, wenn ich richtig gesehen habe, 8.21 oder 8.11. Schauen wir nochmal. Und dann, glaube ich, noch einmal umsteigen bis zum Airport. Aber bei so einer Aktion geht schon mal ein ganzer Sonntag drauf. Was ist das zum Teufel? Okay. Die sind wohl nur so abgestellt, da die Fahrzeuge von der Bahn. 280. Danke. Das gesehen? Da steht eine Rangierlokomotive. Auf einem Stück Gleis. Offenbar ein Industriedenkmal. Interessant gemacht. Nicht aufhalten, nicht quatschen, weiterfahren. Derendorfer Markt. Bordstein mitnehmen ist gar nicht gut. Nächster Halt, Duisburger Straße. Fahre ich hier schon mal oder war ich hier nicht schon mal? Ich weiß es nicht mehr. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Oh, wir haben grün. Jetzt mal fundig durch. Ja, grün war es nicht, sondern unter Beachtung der Verkehrsregeln, aber so ähnlich wie grün war es. Herren, hallo. Ich möchte nichts über die Uhrzeit hören. Zwei Bahnübergänge, ein OMSI-Absturz, ein PC-Neustart. Und ich bin immerhin schon seit 11.55 Uhr im Bus. Und jetzt haben wir immerhin 13.55 Uhr auf dem Weg zum Airport Laurenzbach. Nächster Halt, Derenhofenbahn. Es besteht Übergang zur S15 in Richtung Alheim-Rosenthal und Waldhof-Ost sowie zur RB19 in Richtung Aachen-Hauptbahnhof und Uraau-Hauptbahnhof. Derenhofen Bahnhof. Auch schön gemacht hier. Wirklich gefällt mir. Der fährt, ja, ich hab's eilig. Schnauze da hinten. Hallo. Billigen Plätzen. Hallo. Wir überprüfen. Deren. Wo sind wir jetzt hier? Derenhofen Bahnhof. Derenhofen Markt. Wir haben also noch ein Stückchen zu fahren. Bis zum nächsten Linienwechsel. Ich hoffe, dass wir mit der nächsten Linie einen großen Schritt nach Süden machen können. Richtung Airport. Auch hier so eine typische Unterführungsszene. Schön umgesetzt. Schön mit Blitzer. Aber voll durch. Ich glaube, 50 durften wir hier, ne? Hoffentlich gibt es am Derenhofener, was ist Derenhofen? Ach, auf diesem Marktplatz irgendwas zu futtern. Und was zu trinken. Hallo, eine Fahrkarte, die den ganzen Tag geht. Die nennt man Tageskarte. Sieben, oder sogar passend. Wer sagt's denn? Also der öffentliche Nahverkehr ist schon anstrengend. Kann man ja das sagen. Dann dürfen wir gleich am Derenhofener Markt sein. Aber ich muss immer wieder staunen, was hier gebaut worden ist und welchen Umfang das hier auch angenommen hat.
Ist schon gewaltig. Ist schon echt gewaltig. Ah, schau mal, der SB05. Das ist diese Linie, von der ich gesprochen hatte, die sich wirklich auch in einem Zug von dem Weiher nach Korthausen, glaube ich, durchzieht. Über 2 Stunden Fahrzeit. Schön, dass wir da auch so ein bisschen parallel mit fahren müssen. Interessant. Keiner rein, nur raus. Die SB05, glaube ich, wäre aber für uns nicht in Frage gekommen für den Airport. Das schaue ich mir zwar an, aber ich glaube nicht, dass das für uns sinnvoll ist. Keiner rein, keiner raus, weiter. Oh, der Kollege nimmt mal den Bordstein mit. Eigentlich der Spezialität vom Simbosack. Macht ja nichts. Wir fahren auch rechts. Laurentiusplatz. Wo sind wir hier? Derenhofen Markt. Ich habe mein Ziel erreicht. Muss ich hier noch zum Terminus oder ist hier Ende? Egal, wir sind ja erst einmal da. 1, 2, 3, wir sind hier raus und übergeben an den Kollegen. Denn hier brauchen wir eine neue Linie. Ah, war in der falschen Bucht wahrscheinlich. Und für den Dienstfahrt. Ah, der hat Schluss gehabt sogar. So, wir brauchen eine neue Linie und wir schauen jetzt mal uns um, ob es hier was zu futtern gibt. Das sieht ganz gut aus. Und dann geht es weiter auf einer neuen Linie. Bleibt im Simbosack gewogen. In dem nächsten Teil geht es weiter vom Derendorfer Markt mit der nächsten Linie in Richtung Süden, Laurenzbach Airport. Bleibt dran. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal bei der Simbosack.